Wunderbar. Ich möchte mit einer ein bisschen provokanten Frage beginnen, aber es ist keine Fangfrage, ich verspreche es. Und kurz in die Runde fragen, wer von euch hat die Initiative gegen Massentierhaltung, wer hat Ja gesagt zur Initiative gegen Massentierhaltung? Wenn ich könnte, hätte ich. Wenn du könntest, klar. Wer hat Nein gesagt? Niemand. Okay, das ist nicht ganz klar im Tierrechtsbereich. Ich bin heute da, um euch zu erklären, wieso wir diese Initiativen gemacht haben, wieso wir der Überzeugung sind, dass sie wichtig waren, dass sie viel Positives bewirkt haben und auch so ein bisschen, um euch darüber zu informieren oder ein bisschen euch neue Inputs zu geben, was eine Initiative tatsächlich alles bewirken kann. Weil so umgangssprachlich hat man das Gefühl, das, was die Initiative am meisten bewirkt, Bild oder was? Was die Initiative am meisten bewirkt, das ist die Frage, ob die Initiative angenommen wird oder nicht. Wird die Initiative nicht angenommen, ist das ein Misserfolg? Und ich möchte euch heute ein bisschen erzählen, wieso ich glaube, dass dieses Mindset zu kurz greift. Bevor ich beginne, ein bisschen Werbung für uns, zu unserer Organisation Sentience. Unsere Mission ist, dass wir die Interesse von nichtmenschlichen Tieren in die Mitte der Gesellschaft tragen. Und das leitet auch eigentlich direkt über zum Thema von unserem Vortrag, weil wir machen das auf einer politischen Weise. Also wir machen das, indem wir die politischen Strukturen der Schweiz leveragen, wenn man so will, also wirklich diese Hebel nutzen. Und das sind natürlich insbesondere diese direktdemokratischen Hebel, also insbesondere die Initiative auf kommunaler, auf kantonaler, auf nationaler Ebene. Noch kurz ein Slide, dann sind wir mit den großen Themen vielleicht schon ein bisschen durch, aber einfach für euch zum Verständnis vielleicht nochmal kurz die Frage in die Runde. Wer von euch kennt das Konzept des Overton-Fensters? Nicht so viele? Cool, dann erkläre ich es. Das Overton-Fenster oder das Overton-Window bezeichnet oder ist eigentlich ein Konzept, das zeigt, welche Ideen in einem System politisch mehrheitsfähig sind. Und wir sehen hier, es geht von einer Seite unthinkable, also undenkbar oder super radikal, bis zur anderen Seite. Und das ist auch gewollt so, also in beide Richtungen gibt es ein Extrem. Zum Beispiel in Bezug auf Tierethik könnte man sagen, wenn man frei nach Descartes, von mehreren hundert Jahren Descartes, der Tiere bei lebendigem Leib aufgeschlitzt hat und gesagt hat, kein Problem, es sind nur nicht beseelte Maschinen, das würde man heute als extrem anschauen. Also ein Tier einfach lebendig aufzuschlitzen, grundsätzlich gilt als extrem. Aber auf der anderen Seite, eine vegane Welt zum Beispiel, das gilt auch als extrem. Das heißt, dieses Overton-Fenster pendelt sich irgendwo ein und dort haben wir das politische Gleichgewicht, dort haben wir diese Policies, diese Ideen, die tatsächlich in die Rechtsordnung übergehen. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, Ideen in dieses Overton-Window reinzubringen? Und dafür möchte ich ein anderes Konzept euch noch mitgeben, und zwar ein Konzept aus der Politikwissenschaft. Und dabei geht es darum, was sind eigentlich die Funktionen einer Initiative. Jetzt ganz konkret im schweizerischen Kontext die Volksinitiative. Das ist natürlich nicht überall ein Tool, das geläufig ist. Wir haben dadurch, wenn man so will, Glück, manchmal auch Pech, aber oft Glück, dass wir dieses Instrument haben. Und die Volksinitiative, die hat gemäß politikwissenschaftlichem Konsensus, wenn man so will, eigentlich vier Funktionen. Die erste Funktion, das ist die Funktion des Ventils. Und das Sinnbild des Ventils, das kommt davon, dass damit eigentlich gemeint ist, dass in einer Demokratie die Volksinitiative als Korrektiv eigentlich eine Art Dampf ablassen kann. Also dann, wenn die Politik am Volk oder an der Bevölkerung vorbei politisiert, dann ist die Initiative ein Instrument, um dieses Korrektiv zu bilden. Also hier bei der Funktion als Ventil geht es effektiv um die direkte politische Wirkung auf die Rechtsordnung. Also das ist das, was wir umgangssprachlich mit einem Erfolg meinen, bei einer Initiative, nämlich die Annahme der Initiative durchs Volk. Und interessant ist, das ist in der Schweiz, in nur sehr wenigen Fällen passiert das. Die meisten Initiativen in der Schweiz scheitern. Übrigens auch die meisten Referenden. Und das liegt am Status Quo Bias, den kennt ihr vielleicht. Also die Leute haben Status Quo Bias, Referendum will man nicht senden, Initiative will man auch nicht senden, obwohl es eigentlich Gegensätze sind. Aber die allermeisten Initiativen haben keinen Erfolg an der Urne. Und jetzt ist die Frage, okay, ist es das? Haben wir jetzt eine Million oder wie viel auch immer eine Initiative kostet, in unserem Fall ist es ungefähr eine Million, haben wir jetzt eine Million umsonst ausgegeben? Haben wir jetzt gar nichts bewirkt?
Nein, weil es gibt drei andere Funktionen. Die zweite Funktion, die nennt sich die Funktion des Schwungrads oder des Verhandlungspfands. Und das ist auch eine Wirkung auf die Rechtsordnung, aber keine direkte, sondern eine indirekte. Und beim Schwungrad, das Schwungrad ist ein bisschen ein veraltetes Konzept, aber so die Idee, dass es neuen Schwung auch ins System bringt, die Idee der Schwungradfunktion ist, dass eine Initiative langfristig Policies ändern kann, auch ohne, dass sie angenommen wird. Zum Beispiel, indem eine Debatte ausgelöst wird, zum Beispiel, indem Politikerinnen im Parlament sensibilisiert werden, zum Beispiel, indem es Vorstöße im Parlament gibt nach der Initiative, zum Beispiel, indem die Verwaltung Kompetenzen aufbaut. Es gibt aber auch das Verhandlungspfand und das geht ins Gleiche, weil dort geht es ebenfalls um die indirekte Wirkung auf die Rechtsordnung. Und beim Verhandlungspfand geht es darum, dass eine Initiative mindestens dann, wenn sie glaubwürdig, also wenn die Annahme glaubwürdig ist, auch dazu führen kann, dass das Parlament oder der Bundesrat, bei uns ist das passiert beim Bundesrat, das Parlament wollte dann nicht mehr, aber dass das Parlament einen Gegenvorschlag beschließt und dass man dann zum Beispiel auch die Initiative zurückziehen kann und dann etwas angenommen wird, automatisch, das nicht so weit geht wie die Initiative, aber trotzdem einen Effekt hat auf die Rechtsordnung. Und da befinden wir uns plus minus mit der Initiative gegen Massentierhaltung. Natürlich, das Verhandlungspfand, das ging am Schluss ein bisschen flöten, das Parlament wollte das nicht. Aber die Schwungradfunktion, die sehen wir bereits jetzt und ich werde nachher noch etwas dazu erzählen. Hier bei beiden von diesen Funktionen geht es eigentlich so ein bisschen von der Überlegung her, wenn wir das zurück auf unser Modell des Open Windows nehmen. Es geht um Dinge, die eigentlich schon in der Nähe des Open Windows sind. Also es geht um Dinge, die nicht absolut radikal sind. Es sind Sachen, die anschlussfähig sind. Und dort geht es darum, denen den nötigen Push zu geben, dass sie wirklich eigentlich eine Mehrheit finden in einer Demokratie. Dann gibt es aber noch zwei weitere Funktionen. Die dritte Funktion, das ist die Katalysatorfunktion. Und die Katalysatorfunktion ist auch eine indirekte Wirkung. Es ist auch eine inhaltliche Wirkung, aber es ist keine Wirkung auf das Gesetz. Da geht es darum, um Sensibilisierung, Agenda-Setting, all diese Begriffe, die man immer wieder hört. Es geht darum, vielleicht ein Thema aufzubringen, ein Thema überhaupt mal als politisches Parkett zu hieven, überhaupt einen Dialog anzustoßen zu einem Thema, zu dem sich vielleicht die Menschen noch nie Gedanken gemacht haben. Und dort, das sind langfristige Prozesse, das ist auch oft nicht so klar abzuschätzen. Ist das jetzt wirklich, keine Ahnung, zum Beispiel die Primateninitiative, wenn jetzt in zwei Jahren etwas anderes kommt, das ein bisschen ähnlich tönt? War das wegen uns? Wir wissen es nicht genau. Es ist nicht ganz trennscharf zu sagen, das ist jetzt diese Katalysatorfunktion oder nicht, aber wir können auf jeden Fall sagen, dieser Effekt, der existiert und der ist mindestens langfristig nachweisbar. Und hier aber auch das Aber, diese Initiativen sind derzeit meistens voraus, eben, es sind eher radikale Initiativen und dort geht es nicht darum, also dort geht es von Anfang an nicht darum, dass man sie gewinnen kann. Die Primateninitiative war nie zu gewinnen, aber sie hat ein Thema angestoßen. Und dann gibt es noch die vierte Funktion, das ist die Mobilisierungsfunktion. Die ist relativ selbsterklärend. Dort geht es darum, oft eigentlich auch für die Urheberschaft selber, also für die Organisation oder die Partei, die die Initiative lanciert, Menschen zu mobilisieren, neue Adressen zu akquirieren, Spenderinnen zu gewinnen, Leute langfristig an sich binden, all diese Dinge. Und das ist auch von dieser letzten Funktion kommt so ein bisschen, manchmal auch der Ruf der Initiative so ein bisschen als Profilierungsinstrument. Aber das ist auch nur eine Funktion, diese Profilierung. Und das ist die Mobilisierungsfunktion. Und hier sind wir in einer anderen Logik, wenn wir das Ordenfenster anschauen. Hier sind wir nicht mehr in der Logik, wir haben Dinge, die anschlussfähig sind und wir wollen ihnen so ein bisschen den letzten Schubf geben, sondern hier geht es um Dinge, wo wir das Ordenwindow langfristig in diese Richtung verschieben wollen. Also wir schaffen hier es, radikale Themen so zu nutzen, dass sie plötzlich halt nicht mehr so radikal sind, dass plötzlich die Leute finden, vielleicht ist das gar nicht so absurd, vielleicht ist das gar nicht so weit hergeholt. Ich möchte das nochmal kurz einordnen und dann sind wir mit dem theoretischen Teil fertig. Diese vier Funktionen, wenn wir die einordnen. Ich habe das versucht, mal so ein bisschen auf so ein Quadrant zu bringen. Wir haben die direkten Effekte, wir haben die indirekten Effekte, wir haben die anschlussfähigen Initiativen, wir haben die radikalen Initiativen. Und da können wir sagen, diese Ventilfunktion, die wir normalerweise verbinden mit der Initiative, wir wollen etwas durchsetzen, direkt anschlussfähig. Gibt es ganz wenige Beispiele, wo man wirklich sagen kann, das macht Sinn, da werden wir Erfolg haben. Meistens klappt das nicht.
Dann gibt es aber den indirekten Effekt mit der Schwungrad- und der Verhandlungspfandfunktion. Und es gibt auch bei radikalen Initiativen, mindestens in der Theorie, auch Möglichkeiten zu gewinnen, diese Win-Win-Situation zu finden. Also auch wenn wir verlieren, dann gewinnen wir. Einerseits die direkte Funktion, Mobilisierung, die ist oft nicht unbedingt ein Gewinn für die Gesellschaft, aber ein Gewinn für die Urheberschaft, aber auch diese Katalysatorfunktion. Und ich möchte heute über diese zwei indirekten Effekte sprechen, weil ich habe das Gefühl, diese indirekten Effekte, die gehen meistens verloren. Also wenn wir über Initiativen sprechen, sprechen wir entweder über die Profilierung oder wir sprechen über den effektiven Effekt der Annahme. Aber wir sprechen nicht darüber, was Initiativen eigentlich alles bewirken können auf einer indirekten Ebene. Und ich möchte das verknüpfen mit unseren beiden Initiativen, die wir letztes Jahr lanciert oder beziehungsweise letztes Jahr darüber abgestimmt haben. Wir haben sie vor langer Zeit lanciert. Und ich möchte beginnen mit der Katalysatorfunktion. Kurzer Reminder, Katalysator, radikale Initiative, die ein Thema anstößt, die ein Thema aufs politische Parkett bringt. Und in meinen Augen das perfekte Beispiel dafür ist die Primateninitiative, über die wir letztes Jahr in Basel-Stadt abgestimmt haben. Und hier sehen wir bereits, bei diesem ersten Slide möchte ich über etwas sprechen, das extrem wichtig ist und das ist ein extremer Präzedenzfall. Die Primateninitiative wurde von der Basel-Städtischen Regierung als ungültig erklärt. Das heißt, die Basel-Städtische Regierung hat gesagt, es ist nicht möglich, für nichtmenschliche Tiere Grundrecht zu erhalten. Das kann nicht passieren in unserem System. Unser Gesetz ist nicht dafür ausgelegt. Wir haben Einsprache erhoben und das Appellationsgericht Basel-Stadt hat uns Recht gegeben, hat gesagt, doch, das ist möglich. Der Große Rat wollte das nicht akzeptieren, hat das weitergezogen ans Bundesgericht und das Bundesgericht hat uns dann auch Recht gegeben. Und das in sich ist ein extrem wichtiger Erfolg. Das Bundesgericht, das höchste Gremium der Schweiz juristisch, hat gesagt, nichtmenschliche Tiere sind grundrechtfähig. Und das ist etwas, wir vergessen das ein bisschen, aber das ist in sich ein internationaler Großerfolg. Und das ist etwas, auf dem man für Jahrzehnte aufbauen kann. Weil, ihr wisst es sicher, bei Präzedenzfällen im juristischen System, man beruft sich darauf. Das heißt, die Chance, dass das Bundesgericht anders urteilen würde in einem anderen Fall, ist sehr klein. Weil man beruft sich auf die bestehende Rechtsordnung, auf die bestehenden Gerichtsentscheide. Also das in sich ist schon mal ein wahnsinniger Erfolg. Danach, wir haben Recht bekommen, ging es ins Parlament und dort wiederum extrem großer Erfolg, ohne dass unsere Initiative überhaupt die Chance hatte, angenommen zu werden. Nämlich, und ich hoffe, der Ton funktioniert. Es wäre nicht richtig, weiterhin nur auf den Schutz zu vertrauen, sondern hier sind wir in der Inklusion. Wir müssen den Kreis erweitern von eben Personen und Tieren und jetzt hier nur die nichtmenschlichen Privaten, die inkludiert werden in diejenigen, die Rechtsträger sein können. Und das ist wirklich spannend. Das ist wirklich Rechte statt Schutz. Damit gehen wir einen viel deutlicheren Schritt weg vom Tier als Sache, von nichtmenschlichen Privaten als reine Sache und beschreiten neu. Das letzte Wort wurde abgeschrieben, Neuland. Das ist nicht ein Tierrechtler, der das gesagt hat, es ist ein Grossrat von der SP. Und die SP, ich war lange selber in der SP, die SP ist historisch nicht dafür bekannt, besonders fortschrittlich zu sein im Bereich Tierethik. Und das in sich, kann man sagen, ist ein riesengroßer Erfolg. Und das war nicht nur er, by the way, das ist einfach das einzige Zitat, das ich heute mitgenommen habe. Es waren Personen von Grünen, es waren Personen von Grünliberalen, es waren Personen von BASTA, eine Kleinpartei in Basel, die alle solche Voten gemacht haben. Und das sind Voten von Politikerinnen in einem Parlament. Und das in sich ist etwas, das ist auch eigentlich präzedenzlos. Bis jetzt kennt man solche Rhetorik eigentlich nur von der Straße. Und dass das plötzlich jemand im Parlament sagt, das ist in sich wahnsinnig spannend. Es gab übrigens, das ist sehr eine lustige Anekdote, es gab einen Abstimmungsflyer von der SP, wo sie die Person angesprochen haben mit Liebe PrimatInnen. Was wiederum sehr gut zur SP passt mit dem Gendern, aber natürlich lustig ist in Bezug auf die Primaten. Also sie haben das sehr ernst genommen. Also es ist mega cool, plötzlich zu sehen, wie Parteien langfristig eigentlich ihre Meinung shiften. Und ich komme nachher noch zu meinem persönlichen Highlight von dieser Initiative. Dort geht es auch darum, wie eine Partei ihre Meinung geschiftet hat. Dann vielleicht kurz eine Klammer von dem, was bereits gekommen ist, von dem, was nachher kommt.
diese Agenda-Setting-Funktion, ich habe das am Anfang erwähnt, die ist jetzt nicht bei diesen vier Funktionen, die ich präsentiert habe, aber Agenda-Setting, wer kennt den Begriff nicht? Also Agenda-Setting ist eigentlich plus minus ein Thema politisch aufs Parkett bringen. Und diese Funktion, etwas politisch aufs Parkett bringen, für das ist eine Initiative wahnsinnig gut geeignet. Und zwar auf drei Ebenen, auf der politischen Ebene, auf der medialen Ebene und auf der Ebene der Öffentlichkeit. Zum Beispiel Politik. Wie gesagt, die Grüne, die SP, die Junge Grüne, die Juso, die Basta, die haben uns alle unterstützt. GLP war sich nicht einig, aber dort hatten wir auch Voten, die uns unterstützt haben. Das sind alles Parteien, die sich vorher noch nie in ihrem Leben mit Grundrechten für Tiere auseinandergesetzt haben. Also wirklich, ich bin überzeugt, so gut wie niemand, vielleicht in der Juso, vielleicht bei den Jungen Grünen, einzelne Personen, aber sicher nicht auf dieser Ebene. Dann Medien. Wir hatten mehr als 300 Medienartikel. Das in sich ist schon mal cool, aber aus mehr als 18 Ländern. Und das ist auch, ich habe am Anfang ganz vergessen zu sagen, was der Titel der heutigen Präsentation ist, die Initiativen auch als globale Leuchtturmprojekte. Also Initiativen haben eine Strahlkraft auch ins Ausland. Überall auf der Welt hat man plötzlich über die kleine Schweiz, aber nicht mal die Schweiz, über das kleine Basel-Stadt geredet, dieser komische Fleck in der Schweiz, die jetzt plötzlich über Grundrechte für nichtmenschliche Tiere debattieren. Und dann die Öffentlichkeit, diese Visibilität überhaupt, dass in Basel das ein Stammtischthema wurde. Wie denkst du denn darüber? Bist du für Grundrechte für Primaten? Bist du gegen Grundrechte für Primaten? Das ist nicht ein Gespräch, das man normalerweise erwartet von Personen irgendwo im Zug oder am Stammtisch. Für viele war es das erste Mal überhaupt, dass sie sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und auch hier, oder ich habe es am Anfang gesagt, es ist nicht immer klar, was der Effekt ist. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das jetzt dazu führen wird, dass die gleichen Personen in 10 Jahren Tierrechtler sind oder Tierrechtlerinnen. Aber was wir sagen können, ist, es ist überhaupt, dass dieser Dialog stattgefunden hat, hat eine Wirkung. Und am Schluss eben, ich werde noch dazu kommen, was es für eine konkrete Wirkung hatte. Kurz zu den Medien. Da ist wieder der Ton. In ein neues Licht gerückt. Jane Goodall. So silly. Die britische Forscherin zeigte als erste, dass Affen uns Menschen sehr viel ähnlicher sind als lange angenommen. Nun fordert der Tierschutzverein Sentience Politics, dass in Basel-Stadt alle Primaten das Recht auf Leben sowie auf körperliche und geistige Unversehrtheit erhalten. Mit Unterstützung aus England von der heute 87-jährigen Jane Goodall. Die Initiative hat international für Schlagzeilen gesorgt. Grundrechte für Primaten, das wäre weltweit ein Novum. Genau, das wäre weltweit ein Novum. Also diese Strahlkraft, die, wir sind jetzt hier am Schluss, ich habe keine Ahnung, ob das chinesisch ist oder japanisch, aber einfach halt auf der ganzen Welt Artikel, Medienartikel zu unserer Initiative. Dann, ich glaube, wir müssen den Ton gerade nochmal umstellen. Auch diese gesellschaftliche Wirkung. Mein Name ist Michelle Lachenmeier. Ich bin Grossrätin und Mitglied der Grünen Partei Basel-Stadt und ich bin Anwältin. Und ich unterstütze die Initiative Grundrechte für Primaten. Ich unterstütze die Initiative, weil ich finde, dass das Anliegen, dass nicht menschliche Primaten Grundrechte bekommen, also ganz fundamentale Rechte wie das Recht auf Leben und das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit, eigentlich eine Selbstverständlichkeit müsste sein. Ich denke, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die wirklich notwendig ist, dass wir nicht nur die Interessen des Menschen, sondern letztlich auch die Interessen der Natur, die wiederum auch im Menschen dient, können besser wahren. Darum stimme auch du ja für die Initiative Grundrechte für Primaten. Und auch hier Grossrätin von Basel-Stadt, also eine Politikerin, eine Person, die sich vorher noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, also wissen wir, wir haben das erste Mal mit ihr gesprochen und sie fand, das ist ganz eine kuriose Idee. Am Schluss hat sie für uns Werbung gemacht. Also dieser Effekt ist natürlich auf einer kleinen Ebene, aber es sind Personen, die wiederum eigentlich eine Katalysatorfunktion haben. Sie können das weitertragen, sie können das ins Parlament tragen und so weiter. Zum angesprochenen Highlight. Die Grünen haben für die neue Legislatur ihr Legislaturprogramm bekannt gegeben, die Agenda 2023 bis 2027, und dort steht drin, die nationalen Grüne, Schweiz, wir verankern Grundrechte für Tiere, sie sollen Rechtspersönlichkeiten werden und ein einklagbares Recht auf Würde, Leben sowie körperliche und geistige Unversehrtheit haben. Nationale Partei, offizielles Legislaturprogramm. Und
Wenn wir uns das Wording ansehen, und wir wissen es auch, aber nur schon, wenn wir das Wording ansehen, das ist eine direkte Folge der Primateninitiative. Und das ist etwas, was wir vielleicht auch nicht mitdenken am Anfang von so einer Initiative, dass es eben diese Effekte gibt, dass eben plötzlich die Primateninitiative war kantonal, es war ein kleines Ding, wir haben 3000 Unterschriften gesammelt, in Basel braucht man nur 3000, wir haben lange gewartet und haben darüber abgestimmt, ein halbes Jahr später eine nationale Partei, die das ins Parteiprogramm schreibt. Oder ins Legislaturprogramm, aber same, same. Also eine extrem wichtige Signalwirkung und etwas, was man sich wieder darauf beruhen kann. Wenn die Grünen jetzt irgendwann im Parlament, es gibt eine Abstimmung dazu, dann kann jemand von Grünen kommen und sagen, hey, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben das doch im Legislaturprogramm, es ist doch klar, wie wir abstimmen müssen. Das heißt, selbst Leute, die vielleicht nicht dafür sind, werden nur schon von der Partei eigentlich dann dazu genötigt. Das ist unsere offizielle Position, wir vertreten das. Also ein extrem wichtiges Highlight und damit eigentlich zum Schluss von diesem Exkurs zum Katalysator. Also dieser Katalysator, der hat zwei Effekte schlussendlich, die Sensibilisierungsfunktion und die Mobilisierungsfunktion. Und ich habe das jeweils aufgeteilt in den Prozess und dann die Wirkung, also während der Initiative und nach der Initiative. Und bei der Sensibilisierung, es beginnt schon beim Gerichtsurteil, oder? Das ist auch eine Sensibilisierung. Der Große Rat selber hatte das Gefühl, das ist gar nicht zulässig. Und dann hat das Bundesgericht gesagt, doch, natürlich, Grundrechte für nichtmenschliche Primaten sind okay. Ungewöhnlich, aber machbar. Die Positionierung der Grünen nach der Initiative, auch eine Folge der Initiative. Aber auch auf der Mobilisierungsebene, Unterstützung von Parteien, Unterstützung von Organisationen, Unterstützung von Freiwilligen und auch so ein bisschen die Etablierung von Antispe als intersektionales Anliegen. Also diese Primateninitiative, die steht ja auch nicht in einem Vakuum. Also Grundrechte für Tiere ist meine Wahrnehmung, wird immer mehr auch ein intersektionales Anliegen. Nicht nur wegen uns, natürlich, aber ganz allgemein, das trägt dazu bei. Da möchte ich noch zur anderen Funktion kommen, zur Schwungradfunktion. Bei der Schwungradfunktion geht es, wie gesagt, um eine anschlussfähige Forderung, die aber vielleicht trotzdem sich nicht direkt in der Gesetzgebung widerschlägt. Sprich, eine Initiative, die eine Chance hat, vielleicht, auch die Initiative gegen Massentierhaltung hatte wenig Chancen, aber die grundsätzlich mindestens ein bisschen eine Chance hat und die nicht angenommen wird, aber die sich direkt eigentlich in der Rechtsordnung nachher niederschlägt. Und das ist die Schwungradfunktion. Initiative gegen Massentierhaltung, die habt ihr alle mitbekommen. Es war ein nationales Thema für Monate, was natürlich in sich schon, also die größte Aufmerksamkeit, die die Tierrechtsbewegung in der Schweiz jemals erhalten hat, was mega toll ist. Und auch dort beginnt es eigentlich mit einem unglaublich wichtigen Präzedenzfall. Also ich habe das 1:1 abgeschrieben, weil es ist wirklich wieder ein unglaublich wichtiger Präzedenzfall. Nicht vom Bundesgericht diesmal, sondern vom Bundesrat. Aber der Bundesrat, der hat einen Gegenentwurf beschlossen. Das heißt, der Bundesrat hat gesagt, die Landwirtschaft, so wie sie jetzt ist, ist nicht tierwürdig. Und sie haben gesagt, die Tierwürde muss in der Landwirtschaft verankert werden. Wort für Wort haben sie das gesagt. Natürlich nicht mit den gleichen Effekten, wie wir sie eigentlich gewünscht hätten. Sie haben natürlich viel weniger dann dort mit reingenommen, haben gesagt, gewisse Dinge, die sind schon tierwürdig, die jetzt vielleicht doch nicht tierwürdig sind. Aber sie haben etwas gemacht und sie haben gesagt, es gibt Handlungsbedarf. Und das ist in sich wiederum ein wahnsinniger Präzedenzfall. Und das ist, ich habe vor kurzem mit Merek gesprochen, auch im Parlament, das ist jetzt bereits etwas, auf das man sich berufen kann. Aber liebe Kolleginnen, liebe Kollegen im Nationalen, im Ständerat, der Bundesrat und die Verwaltung haben uns doch gesagt, dass es etwas zu tun gibt. Wir müssen uns doch darauf berufen, das sind die Experten, die Verwaltung, das sind die Leute, die Fachkompetenzen haben. Und die haben gesagt, wir müssen was tun. Dieses Geschäft ging nachher ins Vernehmlassungsverfahren. Das ist eigentlich die Phase, wo eigentlich alle Stakeholder, alle Interessensvertreterinnen und Vertreter sich dazu äußern können. Und was dort auch spannend ist, natürlich die NGOs, die uns unterstützen, haben alle erklärt, wieso man jetzt die Initiative unterstützen soll und nicht nur den Gegenentwurf. Aber was auch spannend ist, 17 Kantone haben gesagt, wir wollen den Gegenentwurf. Also mehr als die Hälfte der Kantone in der Schweiz, auch wenn das Stände mir nachher weit außer Reichweite war, mehr als die Verwaltungen, also die Kantone selbst, mehr als die Hälfte der Kantone hat gesagt, ja, wir wollen diesen Gegenentwurf. Und wie gesagt, der war natürlich verwässert. Natürlich ist das nicht das, was wir wollen in letzter Instanz. Aber es war ein Schritt. Im 2021 hat der Bundesrat tatsächlich diesen Gegenentwurf beschlossen. Aber, und jetzt bitte ich nochmal um den Ton. Wir Grüne wollen nicht, dass die
Wir Grüne wollen nicht, dass die Schweiz ein Land bleibt, in dem fast die Hälfte der Masthühner in industriellen Betrieben mit über 12.000 Tieren leben. Wir Grüne wollen nicht, dass die Schweiz ein Land der Qualzucht bleibt, wo 4% der ausschließlich auf maximale Fleischproduktion gezüchteten Mastküken schon vor der Schlachtung verenden, wo wegen der Eierproduktion die männlichen Küken zu Biogas verarbeitet werden. Wir wollen als Grüne nicht, dass die Schweiz ein Land bleibt, das so intelligenten und sensiblen Tieren wie Schweinen 0,9 Quadratmeter zum Leben zugesteht, oft in kahlen Betonbuchten, ohne Tageslicht, ohne frische Luft. Wir wollen als Grüne nicht, dass die Schweiz ein Land bleibt, das die Würde und das Wohlergehen hochentwickelter Tiere offenkundig und eklatant verletzt. Das ist ein Votum aus dem Nationalrat vom Präsident der Grünen Schweiz. Ist ein Tierrechtsvotum. Können wir uns alle darauf einigen? Es ist ein extrem starkes Tierrechtsvotum. Er spricht alles an, was ein Problem ist. Er sagt, er nimmt alle Probleme beim Namen im nationalen Parlament. Ich möchte euch nochmal ein Video zeigen, auch aus dem Parlament. In der Schweiz besteht dringend Handlungsbedarf bei der Verbesserung des Tierwohls in der Nutztierhaltung. Schweine müssen wühlen können, Kühe müssen grasen können, Hühner müssen scharren können. Es geht um die Würde der Tiere, die wir nach ihrem kurzen Leben essen. Diese Tierwürde umfasst das Recht, nicht in Massentierhaltung eingepfercht zu leben. Alle Nutztiere haben das Recht darauf, Auslauf und Weidegang zu haben und die Sonne zu sehen. Das ist meine tiefe Überzeugung, meine ethische Grundhaltung. Und deshalb stehe ich hinter dieser Initiative und ich lade Sie ein, es mir gleich zu tun. Genau. Also Gabriela Sutter von der SP, ebenfalls Nationalrätin, ebenfalls mit einem sehr starken Tierrechtsplädoyer. Ihr wisst es alle, der National- und der Ständerat haben schlussendlich entschieden, den Gegenentwurf zu verwerfen, die Initiative auch zu verwerfen. Das ist schade, aber diese Voten, die wurden trotzdem gemacht, auf die kann man sich trotzdem berufen. Das sind alles Politikerinnen und Politiker, die sich vorher nicht so mit dem Thema ausgekannt haben. Die wurden von uns gebrieft, wir haben ihnen auch Argumente gegeben, sie haben diese Argumente im Parlament wiedergegeben. Auch das ein großer Erfolg. Auch hier wieder diese Agenda-Setting-Funktion, wieder diese Dreiteilung Politik, Medien und Öffentlichkeit. Auch hier die Politik, die Grünen, die SP, die GLP haben uns offiziell unterstützt. Sie haben offiziell die Massentierhaltung, die Abschaffung der Massentierhaltung als Grundhaltung begrüßt und für sich akzeptiert. Viele nationale Politikerinnen haben uns unterstützt, von den Grünen, von der SP. Wir hatten Unterstützende von der SVP, nicht auf nationaler Ebene leider, aber auf kantonaler Ebene. Also wirklich, selbst im rechten Lager gab es Politikerinnen, die uns unterstützt haben. Auch hier die Medien, über 1000 Medienartikel aus der ganzen Welt, wirklich von überall. Ich werde nachher noch ein paar Medienartikel zeigen aus dem Ausland. Also wirklich, das hat international für Schlagzeilen gesorgt. Und vielleicht hier als Randnotiz, ich hatte vor etwa einem Monat einen Videocall mit einer Person aus dem Europaparlament. Und die wollte mit mir, nicht weil ich wichtig bin, aber die wollte mit mir sprechen, wegen dieser Initiative. Weil sie gesagt haben, das gibt mir Hoffnung, das hat sie mir gesagt, das gibt mir Hoffnung, eine Person aus dem Europaparlament. Und das vergessen wir, dass das alles auch eine Außenwirkung hat. Ganz viele Personen, die auf die Schweiz schauen und schauen, was macht dieses kleine Land? Und was würde das bedeuten? Und was würde das für unsere Landwirtschaft bedeuten, wenn wir das auch machen würden? Genau. Ich komme noch mal zu einem Video. Anti-Tierwohl-Initiative, sagt Herr Rittger. Ja, das ist Blödsinn. Und der Vergleich mit dem Ausland, der ist einfach nicht zielführend. Ich glaube, das Internet... Letztendlich müssen wir schauen, was... ...zu schlecht. Ich zeige euch das kurz hier. Ich habe das extra vorbereitet. Ähm
Anti-Tierwohl-Initiative, sagt Herr Ricker. Ja, das ist Blödsinn. Und der Vergleich mit dem Ausland, der ist einfach nicht zielführend. Schlussendlich müssen wir schauen, was wollen wir in der Schweiz für eine Tierhaltung. Und die heutige Tierhaltung, ich habe es vorher gesagt, wir haben 27'000 Tiere in einem Stall, ein Huhn hat ein A4-Seiten-Platz zum Leben. Die Europäische nur 8% der Mastschweine kommen jemals in ihrem Leben überhaupt nach Hause. Und das ist doch keine tierwürdige Landwirtschaft. Und wenn Sie sagen, nachher kommen Import, das ist doch völliger Blödsinn. Wir haben in unserer Initiative ganz klar gesagt, Import werden beschränkt. Das ist WTO-konform, die WTO-GATT-Verträge, in Artikel 20, dort steht drin, was gegen die öffentliche Moral verstoßt, kann reglementiert werden. Sie sollten doch dankbar sein, Herr Ecker, Sie sollten doch dankbar sein, dass wir dort einen Riegel schieben und dass die Schweizer Landwirtschaft endlich nicht mehr so unter so ökonomischem Druck steht. Auch dir das... Das, was ich euch zeigen wollte, ist eigentlich nicht, dass ich in der Arena war, sondern, sondern dass das eins zu eins unser Narrativ ist, das im nationalen Fernsehen gezeigt wird. Ich habe versucht, noch andere Ausschnitte aus der Arena zu nehmen, aber meines war halt wirklich direkt unser Framing. Also unser Narrativ, unser Wording, unser Framing wurde eins zu eins im nationalen Fernsehen ausgestrahlt. Und dadurch, dass es live war, war es auch nicht irgendwie, es wurde nicht rausgeschnitten. Es wurde nicht das, was wir jetzt zeigen wollen, das, was wir nicht zeigen wollen. Das heißt wirklich, unsere Argumente waren live im Schweizer Fernsehen zu sehen. Und auch das, natürlich, im Nachhinein kann man sagen, ja, es hat die Leute nicht überzeugt. Aber wer sind die Leute? Ganz viele Leute hat es vielleicht überzeugt. Ganz viele, über 1 Million Personen haben ja zu dieser Initiative gesagt. Über 1 Million Menschen. Und wenn wir schauen, wie viele Leute in der Schweiz vegetarisch oder vegan leben, das sind viel, viel weniger als 1 Million. Hier zur medialen Berichterstattung im Ausland. Das Time Magazine, eines der bekanntesten Journale weltweit. Switzerland could be the first country to ban factory farming. The Guardian, Swiss to vote in national poll on banning factory farming. Das sind nicht irgendwelche Käseblätter, das sind international bekannte Leitmedien, die über die Schweiz berichten, die über dieses Thema berichten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist wichtig, unabhängig der eigentlichen Gesetzgebung. Es ist wichtig, unabhängig genau davon, was genau passiert wäre, wenn diese Initiative angenommen worden wäre. Weil natürlich, diese Initiative wäre auch nicht so weit gegangen, wie viele Leute vielleicht sich wünschen würden. Aber das, was geblieben ist, ist, die Schweiz wollte die Massentierhaltung abschaffen, unabhängig davon, was im Initiativtext stand. Den Initiativtext haben alle schon vergessen, aber was die Leute nicht vergessen haben, ist, die Schweiz wollte die Massentierhaltung abschaffen. Und ich glaube, das ist auch ganz ein wichtiger Grund, wieso, deshalb habe ich am Anfang gefragt, ob jemand Nein gesagt hat, weil natürlich, man kann sagen, unsere Initiative geht zu wenig weit. Aber das, was bleibt, ist eben genau diese Erkenntnis, dass wir darüber gesprochen haben, ob wir die Massentierhaltung abschaffen wollen und dass über 1 Million Personen Ja gesagt haben. Ich möchte euch auch hier nochmal 2 Videos zeigen, dann bin ich eigentlich schon fast am Ende. Mein Name ist Fritz Ahle, ich bin vom Biohofschub Fried in Uttlingen. Ich bewirtschafte den Hof seit über 20 Jahren mit einer vielseitigen Ackerkultur und Tierhaltung mit verschiedenen Tieren. Im Sommer sind sie auf der Alp, ein kleiner Teil, wie man sieht, ist jetzt hier. Mit grossen Ställen, die heute gebaut werden, die gut gebaut werden, wird eine heile Welt vorgepokert. Man sieht die Zusammenhänge nicht. Was es eben eigentlich braucht, dass man den Stall betreiben kann, was es das Futter, das da muss hergekarrt werden, die Nährstoffe hergeben. Das werden schöne Bilder gezeigt, aber das ist nicht die Realität. Man ist wirklich abhängig vom Ausland. Das ist einfach das grösste Problem, das heute der Bauer hat, wenn er eine grosse Tierhaltung hat. Er kann eigentlich nicht mehr sagen, er ist eigentlich der Knecht im System. Und schlussendlich auch der Leidtragend, wenn etwas nicht funktioniert. In der Schweiz haben wir eben noch gute Verhältnisse und es ist echt schade, dass das einfach aufgegeben wird. Wir sollten das auch aufrechterhalten. Und wir brauchen Konsumenten, die muss man länger in mehr Pflicht nehmen. Also sage ich auch so als Bauer, also weniger tierische Eiweiße zu sich nehmen. Die Initiative wird die schon unterstützen, die schon heute recht viel für das Tierwohl investiert haben und kann helfen, dass man Tiere begrenzt auf das Land. Und wenn man einfach nur einen Stall baut mit Tieren auf Beton, auf engem Raum, haben die keinen Boden und wir schaffen da Probleme. Ich als Fleisch- und Eierproduzent sage das auch ganz klar, weniger ist mehr. Und es kommt gleich noch ein zweites Video. Hoffentlich. Sonst machen wir das. Das ist eine Landwirtschaft, die wir subventionieren in der Schweiz. Die nicht in
Einklang ist mit der Natur, mit dem Erhalten der Lebensgrundlagen. Das ist ein Preis, den wir als Steuerzahlende begleichen und wir uns der nächsten Generation weiterverehren. Genau, also auch hier, oder? Das ist Katrin Bertschin, nationale Politikerin der GLP, eine Partei, die nicht mega links ist, aber trotzdem uns unterstützt hat. Fritz Ali, Biolandwirt, der selber Tierprodukte herstellt, aber der sich auch exponiert hat für diese Initiative, das muss man auch ehrlich sagen. Natürlich, er hat auch profitiert, er hat natürlich dieses Einstellungsmerkmal, aber wir wissen auch, er hat Drohbriefe erhalten, er wurde bedroht von anderen Bäuerinnen und Bauern, also eigentlich sich für dieses Thema exponiert hat. Und ich glaube, all diese Dinge, übrigens diese Videos, es ist natürlich schön, dass wir die jetzt schauen können, aber das Video von Fritz Ali, das wurde eine halbe Million Mal angeschaut in der Schweiz. Eine halbe Million Mal, oder vielleicht nicht nur in der Schweiz, aber insgesamt eine halbe Million Mal angeschaut. Und das ist verrückt, das ist unglaublich. Diese Resonanz, diese Öffentlichkeit, diese mediale Wirkung, die hat die Tierrechtsbewegung ohne eine solche Initiative eigentlich so gut wie unmöglich. Auch hier ein Highlight. Diese Initiative hat nicht zuletzt dazu beigetragen, dass wir eine sehr, sehr breite Allianz geschaffen haben. Gemeinsam mit Tier im Fokus, gemeinsam mit Animal Rights Switzerland, gemeinsam mit den Parteien, gemeinsam mit Umweltverbänden wie Pro Natura, wie Greenpeace, gemeinsam mit landwirtschaftlichen Organisationen, mit den Kleinbauern wie KAK Freiland, wie Bergheimat, wie Demeter. Das waren alle Organisationen, die zusammengearbeitet haben. Und das klingt vielleicht nicht so revolutionär oder nicht so nach etwas wahnsinnig Großem. Aber für mich persönlich war das eine sehr persönliche Genugtuung, weil ich weiß noch, wie es vor 15 Jahren war, vor 15 Jahren war es auf jeden Fall noch nicht so, dass eine landwirtschaftliche Organisation mit einer Tierrechtsorganisation zusammengearbeitet hätte. Ever. Egal was passiert. Das war eigentlich ausgeschlossen. Und heute diese breite Allianz, die übrigens, so viel kann ich sagen, es ist noch nicht klar in welcher Form, aber diese Allianz will auch weiter zusammenarbeiten. Das sind Organisationen, die sich weiter für die Abschaffung der Massentierhaltung einsetzen wollen. Und das sind alles Organisationen. Greenpeace hat vor wenigen Jahren noch gesagt, ja, sie wollen sich nicht mit diesem Thema die Finger verbrennen. Und jetzt machen sie eine eigene Kampagne zu Meat and Dairy, die öffentlichkeitswirksam ist. Pro Natura hat die hatten auch intern Diskussionen. Das war überhaupt nicht klar, dass sie diese Initiative unterstützen. Und sie haben diese Initiative unterstützt. Pro Natura, die eigentlich auch sehr gemäßigt sind, eher konservativ, die sich jetzt auch klar für die Abschaffung der Massentierhaltung ausspricht. So, ich möchte zum Schluss kommen. Vier vielleicht nochmal zu dieser Schwungradfunktion der Initiative gegen Massentierhaltung. Also hier geht es wirklich um Dinge, die tatsächlich politisch einen Effekt haben. Dass wir jetzt schon sehen, dass sie politisch einen Effekt haben. Auf der prozeduralen Ebene, der Bundesrat und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, die haben diesen Gegenentwurf ausgearbeitet. Dieser Gegenentwurf existiert, der ist immer noch in der Verwaltung. Die Kompetenzen sind da, das Know-how ist da, das Wissen über das Problem ist da. Das heißt, dieses Problembewusstsein wurde geschärft. Aber auch im Parlament, die Grünen und die SPD, die haben sich offiziell für diese Abschaffung der Massentierhaltung eingesetzt. Die GLP bis zu einem gewissen Grad auch. Das ist bereits jetzt eingeflossen. Wir wissen, dass es Vorstöße gab im Rahmen der Agrarpolitik 2022+, wo diese Themen von der Initiative gegen Massentierhaltung wieder aufgenommen wurden. Es gibt Vorstöße im Parlament, die eigentlich so ein bisschen ein Follow-up sind zu dieser Initiative. Und gewisse von diesen Vorstößen werden durchkommen. Das heißt, es wird einen legislativen Effekt geben. Ich komme zum letzten Slide. Ein paar Take-Home-Messages, weil es, glaube ich, doch ziemlich viel Information nach war. Und zwar, was will ich euch mitgeben mit dieser Präsentation? Ich möchte euch darum bitten, bei Initiativen immer mitzudenken, dass Initiativen nicht einfach Gewinn oder Verlust, nicht einfach wir haben gewonnen, wir haben verloren. Das mag natürlich der einfachste Gradmesser sein, aber es ist nicht der wichtigste Effekt einer Initiative. Diese indirekte Wirkung, ich habe das Gefühl, die ist eigentlich wichtiger als die direkte. Weil das ist die Sensibilisierung in der Öffentlichkeit, das ist dieses Agenda-Setting, das ist die langfristige Verschiebung des Overton-Windows in die Richtung, die wir wollen. Und diese Effekte sind oft relevanter als die direkten. Dann auch die Agenda-Setting-Funktion selber. Eine Initiative, ich habe es hier gesagt, Campaign on Steroids. Eine Initiative ist wie eine Kampagne einfach viel größer. Und viel mehr wollen die Medien mit dabei sein.
bei einer Kampagne, wir wissen das alle, die Leute, die in einer NGO arbeiten, das kann die beste Kampagne auf Erden sein, die Medien finden, ja, interessiert uns nicht. Aber eine Initiative, plötzlich rennen sie die Reboot ein. Ich war die letzten Wochen nur noch am Telefon. Alle wollten mit uns sprechen. Und das passiert nur mit einer Initiative. Das ist etwas, was wahnsinnig mächtig ist. Die NZZ hat über uns geschrieben, SRF, alle großen Medienhäuser. Und dann zuletzt eben diese globale Strahlkraft, deshalb auch der Titel der Initiative. Das ist nicht zu unterschätzen. Die Schweiz ist ein kleines Land. Auch wenn wir die Initiative angenommen hätten, der Effekt, der direkte Effekt, wäre nicht so groß gewesen. Aber das, was bleibt, ist diese internationale Aufmerksamkeit. Es ist, dass Leute aus dem Europaparlament das mitbekommen haben und finden, das könnten wir auch machen. Es ist, dass international andere Tierrechtsorganisationen uns geschrieben haben, gesagt haben, hey, könnt ihr uns helfen, das bei uns auch aufzuziehen? Wir wollen auch sowas machen. All diese Effekte, diese mimetischen Prozesse, also diese Nachahmungsprozesse, die es gibt. Die Schweiz hat jetzt ein erstes Zeichen gesetzt und andere Länder werden folgen. Und mit dem möchte ich gerne mich verabschieden bzw. in die Fragerunde gehen.